Und damit herzlich willkommen zur ersten Pilotfolge hier vom MMP zum Monthly Minecraft Podcast. Das wollten wir ja damals schon machen, also was heißt damals, vor 3-4 Monaten hatte ich die Idee, weil wir ja fernab vom Let's Play auch gerne mal reden, über Sachen reden, weißt du, und beim Bauen und so, oder wenn du auf Erkundungstouren gehst, da kommt das immer ein bisschen zu kurz. Wenn man jetzt so Terraforming-Projekte hat, dann geht es natürlich besser. Aber ich dachte mir so, dass wir das auch in der visuellen Sicht machen. Also es kommt auch auf YouTube und dann halt auch auf Spotify. Da muss ich dann nochmal schauen, wie ich das mache. Ne? Also falls das dann mal hier rauskommen sollte, dann auch auf Spotify available. Schön zum Einschlafen oder wie auch immer, ne? Wozu ihr das auch immer nehmen mögt. Und das machen wir einmal im Monat, hatte ich mir so gedacht, ne? Wir haben jetzt, was haben wir heute, den 20. Januar. Eigentlich wollte ich das ja schon im Dezember gemacht haben. Ich hatte ja auch eine Folge schon aufgenommen, ne? Eine Pilotfolge. Aber da war das ja so um Oktober, glaube ich, rum, Ende Oktober. Und da war ja das noch mit Halloween halt. Und da hatte dann irgendwann um 1 Uhr nachts in dieser Minecraft-Welt oder vielleicht auch früher, kam dann so ein Geist, weißt du? Und ich habe mich mega erschrocken. Die Folge habe ich immer noch. Vielleicht kann ich das irgendwann mal als Special raushauen. Mal schauen, je nachdem, wie das hier ankommt, weil das Minecraft-Let's Play ist ja jetzt erstmal, also Staffel 1 ist ja jetzt erstmal abgedreht worden. Und da haben wir ja jetzt erstmal Pause drin. Und ich muss sagen, dass es mir in den Fingern juckt, Minecraft weiterzuspielen. Wir haben ja jetzt bald auch das Minecraft-Mega-Projekt, ne? Mit René, Marc und viele anderen Streamer und YouTuber und hast du nicht gesehen. Das wird dann auch nochmal ein Stück sein. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich wirklich mich nur noch auf Minecraft konzentriere. Ne? Dass ich wirklich nur noch mich auf Minecraft konzentriere, weil das ist wirklich ein Spiel, was auch für mich persönlich zugeschnitten ist, weißt du? Weil da musst du eigentlich nicht viel nachdenken. Klar, natürlich, wenn du baust, solltest du schon ein bisschen logisches Verdenken, da fängt schon an, logisches Denken haben. Aber so Sachen wie Starfield, dann, was haben wir jetzt, Suicide Guy, weiß ich nicht. Das ist halt für privat, ja, ganz schön. Aber ich habe da momentan auch echt keinen Turn drauf. Ne, ich habe da momentan echt keinen Turn drauf. Und bei Starfield sind wir ja schon bei Folge 127. Ich denke mal, ich werde noch eine Folge aufnehmen. Ich weiß ja nicht, wann diese Podcast-Folge rauskommt, wie auch immer. Dass ich dann wirklich da auch einen Schlussstrich ziehe mit Starfield. Ne, wir haben ja gesagt, alles Langzeit-Let's Plays, alles bis 100, beziehungsweise über 100 Folgen ist Luxus. Und Starfield war jetzt lang genug Luxus, ne, weil ich das ja schon vorher viel, viel aufgenommen habe, weil ich da auch im Hype war und natürlich auch noch die Zeit dazu hatte. Und momentan ist es so, dass ich wirklich... Ich habe natürlich auch gesagt, ja, das will ich noch spielen und das will ich noch spielen. Aber neben Minecraft werde ich dann nur noch ein anderes Langzeit-Let's Play machen. Ne? Und alle anderen Spiele, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Es ist mir einfach, was heißt zu stressig? Das auch schon ein bisschen, ne? Weil man eigentlich auch gar nicht die Zeit dazu hat. Und jetzt zum Beispiel am Wochenende, ne, wir haben ja Samstag, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich weiß nicht, was ich aufnehmen soll. Und da ist dann halt immer wieder dieser Gedanke, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Deswegen eigentlich wollte ich Staffel 1, beziehungsweise die Pause zwischen Staffel 1 und Staffel 2 vom Minecraft Let's Play ein bisschen länger machen, aber ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Deswegen wird Staffel 2 früher kommen als erwartet. Nebenbei dann halt noch das Megaprojekt, ne, dass wir da so zwei Baustellen haben, wo wir was machen können. Und ab Staffel 2 wird Minecraft dann auch nur noch täglich kommen. Ne?
Vorher hatten wir das ja immer, dass wir Doppelfolgen raushauen, a 15 Minuten, einmal morgens. Ja, was heißt morgens? Sagen wir mal vormittags. Ist 11 Uhr noch morgens? Nee, ist schon vormittags, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. Manche sagen morgens, ja. Egal, und halt abends um 20 Uhr. Aber dann werde ich nur noch eine Folge a 15 Minuten halt dann um 11 Uhr starten, ne? Um 11 Uhr und dann das Minecraft-Projekt, das Mega-Projekt, je nachdem, wie da der Drang ist. Da werde ich natürlich sehr, sehr viel Zeit reinstecken, da werden viele, viele Folgen kommen. Aber dann hat man da auch ein bisschen Abwechslung. Jetzt nicht unbedingt vom Spiel her, aber halt von den Gegebenheiten, ne, was man so macht. Und wir haben ja, in Staffel 2 haben wir noch einiges vor. Ich würde gerne nochmal eine Abenteuerreise machen, den Illager Fort, die Wolkenstadt, all diese Dinge. Dann haben wir ja noch den Unterwassertunnel, da wollte ich ja vielleicht auch nochmal so kleine Basen reinbauen aus Glas. Und dann darüber hinaus haben wir ja auch noch eine Insel, wo wir was draufbauen können. Mine Colonies haben wir auch noch, wollten wir auch Staffel 2 machen. Also wir haben noch einiges. Und ich bin halt echt am Überlegen, ob ich das auch mit den Staffeln einfach sein lasse. Ne? Dass wir wirklich ein... Ich höre ein Skelett. Dass wir wirklich ein fortlaufendes Let's Play haben. Ne? Von Minecraft halt. Weil wir halt immer so viel zu tun haben. Und ich brenne dafür. Ich brenne dafür. Und das ist wirklich so, dass ich dann auch, wenn ich von der Arbeit komme, ne, muss ja überlegen, 12 Stunden unterwegs, zwischendurch dann halt noch die Termine, Terena, dass du dann halt 19 Uhr zu Hause bist und dann, da willst du halt auch nichts anderes aufnehmen, weißt du, dann gehst du dann in Minecraft rein, machst da deine Stündchen 2, weißt du, und hast du dann auch wieder, ne, deine Ruhe und da kannst du halt dann auch abschalten. Und das wird natürlich dann auch so sein, dass Minecraft, wenn wir dann wirklich Staffel 2 anfangen, beziehungsweise eine Neverending Season machen, sag ich's mal, dass da natürlich auch viel Zeit im Voraus dann ist, ne? Also, dass man viel dann vorproduziert, weil man a 15 Minuten macht, um den Dreh, ne? Wenn du eine Stunde aufnimmst, sind es 4 Tage, ne? Aber so habe ich dann Gewissheit, weißt du, und das ist dann immer fortlaufend, immer fortlaufend. Ich habe Zeit, kann dann aufnehmen, kann dann bauen, größere Projekte, weißt du, und ich habe dann auch nicht diesen Zugzwang, dass ich jetzt unbedingt dieses Spiel aufnehmen muss, weil ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Ich will das nicht. Ich will das nicht und ich mache das auch nicht und es ist mir scheißegal, wirklich, sorry, wenn ich das jetzt sage, was andere sagen. Ich mache das ja, im Endeffekt mache ich das für mich selber und ich muss für mich selber wissen, was für mich gut ist. Ne? Deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich Starfield da noch eine Folge aufnehme. Oder ob ich einfach das deklariere als Ende. Ne? Jetzt hatten wir Suicide Guy angefangen. Ich weiß auch nicht, ob ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Klar, natürlich möchte ich auch ein bisschen Abwechslung für mich selber haben, ne? Aber dann kann man dann wirklich, wenn man sagt, okay, pass auf, Minecraft, haben wir jetzt eine Zeit lang gespielt, dass man vielleicht irgendwas anderes macht. Ne? So, oder so kurze Keks-Videos. Ne? Hatten wir ja auch damals angefangen. So kurze Keks-Videos, wo man eine halbe Stunde irgendwas anspielt, das zusammenschneidet und dann kommt da hoffentlich ein witziges Video raus. Ne? Dass ich wirklich auf diesen Pfad komme. Weil bei mir ist es momentan, ich merke es ja selber, es ist ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ich habe mich noch nicht selbst gefunden, was ich machen möchte, aber jetzt habe ich es gefunden. Ich will Minecraft machen, ich will Minecraft spielen. Ich will es aufnehmen und ich will es hochladen. Alles andere ist nebensächlich. Ne? Wie gesagt, ich mache das für mich selber und wenn natürlich andere Leute meinen, ja, ist ja langweilig. Es gibt genug andere Let's Player, es gibt genug andere Streamer, die diese Spiele dann spielen, ne? Und es ist ja auch kein Pflichtprogramm, ne? Klar, natürlich, ich freue mich über jeden Kommentar, klar, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Das ist natürlich selbstverständlich, ne? Dass man sich da freut. Aber im Grunde genommen wäre ich auch nicht böse oder wäre ich traurig, wenn welche verloren gehen würden. Ne? Das muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Weil
ich setze mich nicht hin, um irgendwas zu generieren, um irgendwas zu schaffen. Ich habe mir auch kein Ziel gesetzt, dass ich jetzt, ja, ich möchte jetzt hier ein großer YouTuber werden, nie wieder arbeiten, weil Werbeeinnahmen und so. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ne? Auch alleine Streamer. Ich sehe es ja jeden Tag. Irgendwelche Leute, die meinen, ich möchte da wirklich niemanden an Karren pissen. Das muss ja jeder für sich im Endeffekt selber entscheiden. Aber immer dieses Aufgespielte und diese falschen Ziele setzen, das habe ich ja damals schon gesagt, diese falschen Ziele setzen. Ich will damit Geld verdienen, ich will damit, wenn es klappt, schön. Aber man sollte das echt nicht auf eine leichte Schulter nehmen, ne? Und wenn ich dann sehe, dass Leute da wirklich alles dann machen, um irgendwas zu generieren, um Aufrufe zu kriegen, um Follower zu kriegen oder wie auch immer. Da hatten wir ja in letzter Zeit die besten Beispiele. Der gefährliche TV, ne? Follow für Follow. Wir kennen das ja noch, ne? Das war ja auch so eine Sache, wo ich mir denke, muss nicht sein, ne? Oder auch Leute, die sich Viewer kaufen, Leute, die sich Follower kaufen. Weiß nicht. Ne? Klar, jeder hat da seine eigene Meinung dazu, aber ich muss da ganz klar sagen, dass ich strikt dagegen bin und da braucht mir auch keiner ankommen mit, ne? Weil ich hasse sowas. Weil im Grunde genommen machen wir das ja, oder ich kann ja nur von mir persönlich sprechen, mache ich das ja, weil ich das möchte und weil ich da Bock drauf habe, ne? Jetzt zum Beispiel wie mit diesem Podcast, weil ich das einfach machen möchte, ne? Ich möchte natürlich auch viele andere Sachen machen, ne? Aber das ist dann immer so, ja, weiß ich nicht, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich denke, ah, kommt das jetzt gut bei den Leuten an? Nee, es kommt darauf an, ob es bei mir gut ankommt, weißt du? Weil ich muss im Endeffekt damit zufrieden sein, ne? Und muss da natürlich hinterstehen und Bock drauf haben und alles Weitere. Aber wenn ich das dann nur mache wegen Aufrufe, Geld und hier pipapo, das sind halt aber auch falsche Ziele, ne? Und da hat man auch einfach gemerkt, dass es funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht, ne? Deswegen, das wollte ich nochmal vorab gesagt haben, dass ich mich wirklich jetzt nur noch auf Minecraft konzentriere. Und wie gesagt, es ist mir schnurzegal, was andere sagen. Ich mache das und fertig, ne? Traveler's Rest hatten wir jetzt auch fertig gedreht. Da muss ich mal, ob ich vielleicht mal in Terraria wollte ich ja mal reinschauen wieder, ne? Starbound, ah, das war so schön damals. oder es ist genauso wie mit Horror, ne? Mit Horrorspielen. Klar, natürlich wollen die Leute das sehen. Klar, natürlich kommt das gut an. Aber wenn ich darauf keinen Bock habe, dann mache ich das nicht, ne? Und ich hab da halt nun mal keinen Bock drauf. Ich bin halt ein Schisser und ich kann's halt einfach nicht. Ne? Weil ich hasse das, wenn ich mich erschrecke. Ich hasse es, wirklich. Und dann hier sowas wie Slenderman und ja, ich habe viele, viele, viele Horrorspiele auf der Liste. Das muss ich zugeben, ne? Aber ich werde diese nie spielen. Nie. Außer jemand zwingt mich dazu. Wie zum Beispiel Phasmophobia oder so, ne? Klar, jetzt hier Dark Pictures Anthology, das war okay. Klar, ich habe mir da natürlich auch in den Hosen geschissen, aber das war okay, ne? Und ich bin auch froh, dass ich damit fertig bin, ne? Ich bin auch froh, dass ich damit fertig bin. Und deswegen ist das so, ne? Nur weil die Leute das sehen wollen, nur weil die Leute sagen, ja, du musst das und das machen, um Aufrufe zu generieren, damit die Leute dir zuschauen. Und ganz ehrlich, fuck was drauf. Es gibt genug wieder, jetzt schon wieder sage ich es, aber es gibt genug andere Let's Player, es gibt genug andere Streamer, wie auch immer, die Horrorspiele spielen, ne? Wenn sie es machen, wenn sie Bock drauf haben, sollen sie es machen, sei es ihnen gegönnt, aber dann bitte da schauen. Bitte nicht mich zu irgendwas auffordern, ja? Weil Da habe ich dann auch keinen Bock drauf, ne? Weil ich mag es halt nicht, wenn ich gezwungen werde, etwas aufzunehmen, ne? Weil ich muss das jetzt aufnehmen, weil der und das will. Ich muss das jetzt aufnehmen, weil er das jetzt sagt oder sie es sagt, ne? Das möchte ich halt einfach nicht. Und das ist dann halt so das Ding.
ich mache mir natürlich viele Gedanken, ne? Über YouTube, aufnehmen, Bock haben, keinen Bock haben. Und da muss man dann auch halt irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Und ich habe ihn gezogen, dass ich sage, ich mache nur noch Minecraft. Ne? Dann habe ich auch so einen roten Faden durch den Kanal. Und die Leute können sich dann auch auf was einstellen. Ne, klar, To The Moon, andere Indie-Games, ne, hätte ich auch Bock drauf, aber erstmal ein bisschen beiseite, erstmal ein bisschen Gang runterschalten, sich auf ein Projekt konzentrieren, das ist jetzt Minecraft, dann auch das Minecraft Let's Play und halt das Minecraft-Mega-Projekt. Was danach kommt oder was dazwischen kommt mit Minecraft, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Aber das ist halt, das hat halt auch alles eine tiefere Bedeutung, ne? Weil man muss natürlich bedenken, da geht es vielen so, dass man mit viel Scheiß konfrontiert wird, dass man mit viel, ja auf Deutsch gesagt, Scheiße rumläuft, ne? Gedanken, bei mir ist das natürlich noch ein bisschen krasser, ne? Weil ich Autist Asperger bin, ne? Das gebe ich auch ganz offen zu, ne? Es soll ja auch kein Geheimnis sein. Deswegen bin ich halt nun mal so, wie ich bin. Auch mit den Rätseln, dass ich stelle mich nicht dumm. Ich kapiere es einfach nicht. Ne? Deswegen. Und deswegen, ich mache mir halt über sehr, sehr viele Sachen Gedanken. Sehr, sehr viele Sachen. Und es war auch kein leichtes Leben. Es war ein schweres Leben. Man musste für Sachen kämpfen. Man musste... Was ist denn mit der Spinne los? Man musste, ja, auch viele Sachen ertragen. Ne, damals Mobbing, andere Gedanken, die einen geplagt haben, sage ich mal. Ne, ich möchte sie jetzt nicht aussprechen, um jetzt keinen zu triggern. Aber und das ist nicht einfach. Ne, das ist nicht einfach. Und das sieht halt auch keiner und das interessiert auch keinen. Weißt du, das ist so das Ding. Wenn ich jemanden zugucke, interessiert es mich nicht, was der gerade für Probleme hat. Wenn man das natürlich hart sagt, ne? Weil das ist halt nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder 5 Jahren oder wie auch immer, ne? Heute ist es komplett nur noch oberflächlich, ne? Und deswegen, wenn mir da einer böse ist, soll das gerne sein. Aber ich mache mir da keinen Hehl draus. Ne, genau wie mit dem Streaming. Ich mag einfach nicht mehr. Ich möchte einfach momentan mehr für mich allein sein. Einfach auch aus dem Grund, dass ich momentan irgendwie auf nichts Lust habe. Ne, außer jetzt abgesehen von Minecraft und Arbeit natürlich und ne, mein Häuschen und hippiepapo, aber so generell Kontakt mit anderen, das war mal mehr, aber es ist momentan Totenstille, wirklich Totenstille. Und ich bin auch nicht mehr derjenige, der die Leute anschreibt, der den Leuten hinterher rennt. Ich habe da keine Lust mehr drauf, ne? Und ich habe auch keine Lust mehr drauf, weil ich so bin, wie ich bin. Klar, natürlich, ich mache auch Fehler, ne? Wie jeder Mensch, ich mache auch Fehler. Man soll da natürlich auch jetzt nicht irgendwie Mitleid haben oder nachsichtig sein oder pipapo. Aber wenn ich manche Sachen mache oder sage, vielleicht auch wenn man ein bisschen mehr Milch getrunken hat, sollte man das nicht ernst nehmen bei mir, ne? Weil bei mir ist das Problem, bei mir staut sich halt viel auf. Bei mir staut sich halt sehr, sehr viel auf, ne? Das frisst sich so schleichend rein. Ne, und wenn man dann mal ein bisschen was trinkt, ne, dann kommt das auf einen Schlag wie so eine Explosion, kommt das raus. Ne, das ist wie so ein Vulkan, der explodiert. Und aber die Leute sehen halt dann nur das, was davor war oder warum man so ist. Das hinterfragt keiner. Das ist den Leuten scheißegal. Ne? Weil man sieht ja nur die Fehler, die man macht. Ne, wie zum Beispiel jetzt letztes Jahr Weihnachten rum, wo mein Vater im Sterben lag, kann man schon fast so sagen, ne? In einer Woche 4-mal notoperiert. Kurz davor, ne? Wegen einer normalen Hüft-OP.
Das ist natürlich, das macht natürlich auch mit einem was dann, diese lange Krankheit. Ne? Man sitzt nur zu Hause, man kann sich nicht bewegen, alles tut weh, ne? Und es interessiert auch keine Sau. Ne? Es interessiert keine Sau. Klar, natürlich hier einzeln mal ein paar Leute, aber das ist dann auch nur dieses, ja, wie geht's und dann ciao, ne? Und heutzutage. Was ist heutzutage noch Freundschaft? Ne? Freundschaft ist für mich jemand, mit dem ich fast täglich schreibe, mit dem ich Sachen unternehme, öfters mal Sachen unternehme, mit dem ich auch zusammen zocke, wie auch immer. Das ist für mich Freundschaft. Diese ganze Internetsache, ganze Bekanntschaften oder Leute, die man kennengelernt hatte, die man vielleicht auch mal im realen Leben getroffen hat, sind für mich persönlich einfach nur Bekanntschaften. Das sind einfach nur Bekanntschaften, weil Freunde sind es nicht, weil Freunde kann man das nicht nennen. Für mich persönlich, ne? Vielleicht habe ich da auch einfach ein anderes Denken, ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist, was die anderen Leute unter Freund verstehen oder unter Freundschaft generell. Aber für mich ist das so, weißt du, auch in schlechten Zeiten da sein oder auch mal intensiver fragen, wie es einem geht, weißt du, die Probleme verstehen oder Situationen auch verstehen. Da hast du ja niemanden mehr, ne? Da hast du ja auch niemanden mehr. Und das ist natürlich auch ein bisschen so schade, das ist ja nicht nur allgemein, oder was heißt allgemein, das ist ja nicht nur bei mir so, sondern auch allgemein einfach so, ne? Dass man wirklich heutzutage dieses Vertrauenslevel ist halt einfach nicht mehr gegeben. Ist halt einfach nicht mehr, ne? Und ich musste das des Öfteren mal auf die härtere Tour lernen. Weil ich war damals, vielleicht bin ich es heute noch ein bisschen, aber damals war ich sehr naiv. Sehr, sehr naiv. Und ich musste wirklich auf die Schnauze fallen, um die Welt zu verstehen. Um die Menschheit zu verstehen, wie sie ist, wie sie heutzutage ist. Ne? Da lernst du dann jemanden Nettes kennen, bla bla. Und dann ne, lässt du dich auf einmal auf so ein Experiment ein, wohnst zusammen. Derjenige zerstört dir fast die halbe Wohnung. Nimmt irgendwelche Tabletten, drogensüchtig, verarscht die Leute, betrügt die Leute und am Ende merkt man einfach nur, dass diese Person dich ausgenutzt hat, dass diese Person dich verarscht hat und dass diese Person deinen Personalausweis gestohlen hat und damit irgendwelche Verträge abgeschlossen hat. Ja, das war sehr witzig. Ich meine, ich musste zum Glück keinen Cent bezahlen, ne? Das hat sich alles aufgeklärt. Zum Glück. Aber wenn er dann auf einmal so einen Brief von irgendeiner Anwaltskanzlei aus, was weiß ich nicht, was kommt, mit einer Bitte um über 2000 Euro, das ist natürlich schon ein heftiges Stück. Da muss man natürlich dann erstmal durchatmen und erstmal realisieren, was eigentlich passiert ist, ne? Und das ist das Problem. Diese Vertrauensbasis, die ist einfach nicht mehr gegeben. Vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen mehr zurückzieht. Dass man kann auch heute niemandem mehr was erzählen. Ne? Man kann heute niemandem mehr was erzählen, sei es in der Gruppe, sei es auf der Arbeit, wie auch immer. Weil sofort wird es weiter getratscht und hippie. Klar, natürlich, hier erzähle ich auch viel, ne? Aber jetzt so wirklich private Sachen. So wirklich private Sachen. Klar, ich bin da vielleicht ein bisschen offener als manch anderer, dass ich ein bisschen mehr erzähle, ne? Aber damit man aber auch, wer das hört oder wer das anschaut oder auch die Let's Plays oder wie ich reagiere oder, ne, damit man so ein Gespür kriegt, warum was so ist, wie es ist, ne? Weil das möchte ich gerne auch vermitteln, ne? Wenn ich das schon mache, dann möchte ich das auch gerne, dass die Leute wissen, dass ich so bin, wie ich bin, ne? Und fertig. Dass ich mich nicht verstelle, dass ich 100% authentisch bin, und dass ich auch keinen Scheiß erzähle, ne? Und das ist mir schon echt wichtig dann an dieser ganzen Sache, an dieser Let's Play-Geschichte, wenn dann jetzt auch alles klappt mit der Podcast-Geschichte. Aber wie gesagt, ich musste es auf die harte Tour lernen. Ja, auch viele Freunde, die einen ausgenutzt haben, die einen verarscht haben, die einen betrogen haben, wie auch immer. Freunde, wo du dachtest, okay, das sind deine besten Freunde, dich vor einem
Ultimatum stellen. Und dann dieser Satz kommt, sind dir deine Freunde nicht mehr wichtig? Wo ich mir denke, willst du mich eigentlich veräpfeln? Ne? Willst du mich eigentlich veräpfeln? Weil, warum darf ich denn nicht das machen, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe, was mein Hobby ist? Und nur weil ich einmal nicht irgendwie mitkomme oder irgendein Trinken gehe, heißt es direkt, dass meine Freunde nicht mehr wichtig sind? Also diese Aussage habe ich nie verstanden und diese Aussage werde ich auch nie verstehen und auch nie vergessen. Ich muss sagen, ich bin kein nachtragender Mensch. Wirklich nicht, ne? Aber ich vergesse auch nicht, ne? Klar, ich habe mehr oder weniger ein Fliegen hier, ne? Das hat vielleicht der ein oder andere schon gemerkt. Aber solche Sachen, die vergesse ich nicht und die werde ich auch nie vergessen, ne? Deswegen, da wird man auch nie wieder auf einem grünen Zweig kommen. Ganz normal reden wäre für mich kein Problem, aber mehr ist es dann auch nicht, ne? Weil ich habe da keinen Bock mehr, dieses Blauäugige, ne? Dieses Blinde, dieses Naive, also von mir selber jetzt anderen mein Vertrauen zu schenken, meine Loyalität zu schenken und dann wirst du trotzdem immer wieder nur enttäuscht. Du wirst immer wieder aufs Neue enttäuscht. Und irgendwann reicht's ja auch, ne? Deswegen habe ich auch gesagt, ich schreibe niemanden mehr an, weil dann sieht man wirklich, wer deine wahren Freunde sind oder, ne, die wichtig sind. Und ich kann euch eins sagen, es ist eine Handvoll. Vielleicht eine Handvoll. Ne? Wenn auch nichtmals. Ich meine, ist ja auch okay, ne? Mehr braucht es auch eigentlich nicht. Wir müssen jetzt nicht 10.000 Leute schreiben. Aber von den Leuten, wo ich es vielleicht mal erhoffe und wo ich mir dachte, okay, das wäre vielleicht mal ein intensiveres Verhältnis in einer Freundschaft, da kommt halt nichts, ne? Da kommt halt rein gar nichts. Weißt du? Und deswegen habe ich keine Lust, immer der zu sein, der halt die Leute anschreibt, der den Leuten hinterher rennt. Ne? Wenn ich sage, ja komm, lass uns mal was zusammen zocken. Ja, ja, machen wir. Klar, ich habe auch nicht immer Zeit. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber ich muss nicht tausendmal hinterher fragen. Wirklich nicht. Ne? Wenn jemand mit mir was zocken will, dann soll er mich anschreiben. Es ist ja nicht so, dass ich nirgendwo erreichbar bin. Ne? Instagram, selbst Twitch, YouTube. Ich weiß gar nicht, ob man da private Nachrichten schreiben kann. Das weiß ich nicht. Aber Discord, wer meine WhatsApp hat, der kann mich auch darüber erreichen. Snapchat, wie auch immer, Skype, ICQ. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber du weißt, was ich meine, ne? Man ist ja erreichbar und ich warte ja darauf. Ich warte darauf, aber ich werde nicht als erstes schreiben. Nee, mach ich nicht mehr. Ne? Und wenn das die Leute nicht verstehen und dann sich wundern, warum dann in einigen seltenen Situationen ich dann vielleicht ein bisschen angefressen bin, dann kann man sich das natürlich ein bisschen denken, ne? Weil ich bin ja auch niemandens Babysitter, ne? So ist das. Und vor allen Dingen habe ich auch da keinen Bock mehr drauf, die Leute, die dann schreiben, ja, lass uns mal was machen oder lass uns mal was für YouTube machen und hippiepo und ja, ich mag dich so und hier, weißt du, wo du dir denkst, Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Ne? Weil da nie was kommt, nie, da kommt nie was. Ne? Und dann immer diese Schmeichlereien, auch in den Streams, auch in den Kommentaren, über Discord, wie auch immer, diese Schmeichlereien, da wären wir mal wieder beim Thema, dass man sich irgendwas erhofft oder falsche Ziele setzt, ne? diese Schmeichlereien und ja, und ich sag's jetzt einfach mal, vielleicht hört sich diese Person das an oder weiß, wen ich meine, aber du bist mein Vorbild und so und jipipapo. Primello, falls du das hören solltest, nein, dich meine ich nicht. Ich meine eine ganz bestimmte Person und damals hatte mich auch jemand schon davor gewarnt, oder was heißt gewarnt, aber, ne, mich darauf hingewiesen, dass es
so sein wird und es kam, wie es kam. Ne? Und darauf habe ich auch keine Lust mehr. Darauf habe ich echt keine Lust mehr, weil ich bin echt wirklich für jeden Scheiß zu haben, aber diese Lippenbekenntnisse, ne, oder auch diese Halbwahrheiten, ganz ehrlich, dann schreib mir am besten gar nicht, lass es einfach. Lass es einfach. Ne, weil, was soll das denn? Ja. Da hat man schon mit einigen Sachen zu kämpfen, ne, Aber ich mach mir da wirklich keinen Hehl mehr draus, ne, ich mach mir da keinen Stress mehr, ich hab da einfach keine Lust mehr drauf, ne. Natürlich, man wird natürlich älter, ne? Wenn man überhaupt noch so alt werden kann wie ich. Wo man dann auch irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt sagt, weißt du was, scheiß was drauf. Scheiß einfach was drauf, ne? Entweder da passiert jetzt was oder da passiert nichts. Ist nicht mein Problem, ne? Und deswegen, um vielleicht auch mal noch mal auf das Thema zurückzukommen, man muss mich nicht mögen, ne? Aber man sollte mich schon so nehmen, wie ich bin. Oder vielleicht dann auch dieses Verständnis darüber zu haben. Ne? Ich meine, ich bin nicht jemand, der direkt mit der Tür in eine, wie heißt das nochmal? Die Tür in eine Kirche fällt? Ne, wie heißt denn das nochmal? Mit dem Schloss in der Tür fällt? Mit der Tür ins Schloss fällt? Ich weiß es nicht mehr, aber du weißt schon, was ich meine. Dass ich sage, ja, ich bin so und so und wenn ich was mache, das bin ich ja überhaupt gar nicht, ne? Ich mache einfach und dann wird man ja, man merkt ja die Connection, ob was passt oder was nicht passt, ne? Und dann kann man das vielleicht nochmal intensivieren, ne? Klar, natürlich, wenn man diesen Podcast hört oder beziehungsweise auch, wenn man die Videos schaut, die Let's Play schaut, dann weiß man schon einiges oder lernt man mich schon besser kennen. Ne, wenn man jetzt von Let's Play Minecraft Folge 1 anfängt, von Aldomats 8, ne, muss man natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ältere Folgen auch noch auf dem Kanal sind, da habe ich ja schon ein bisschen was Privates erzählt, ne, ein bisschen was über mich erzählt, wie ich so drauf bin, was so passiert ist und ne, über meinen Kummer und hier so, ne, wie man das so macht, ne, wenn man hier irgendwie was terraformt, da kann man da ja mal, ne. Aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich, also wenn man, im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich nur, man redet mit sich selber, ne, oder man redet mit einer imaginären Person. Also ich weiß nicht, ob diese Metapher gut ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich erkläre es mal so. Ich mache das oder rede auch mal ein bisschen mehr oder auch mal ein bisschen offener, ne? Weil ich sonst niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Deswegen nutze ich diese Plattform, YouTube oder auch in diesem Fall Spotify, um halt anderen meinen Kummer mitzugeben, ne? Naja, so nicht, aber dann kann ich mal über meine Probleme reden und es hilft mir. Es hilft mir wirklich dann, weißt du, in Minecraft mich hinzusetzen oder irgendwas terraformen oder wie auch immer, mir kurz, wenn wir irgendwas bauen, mir kurz eine Auszeit zu nehmen, über irgendwas reden, dann befreit es mich schon, weißt du, weil sonst behalte ich das ja halt nur für mich, weißt du? Und so kann ich ein bisschen, weißt du, durchatmen. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ich denke mal schon. Okay. Hilfe! Huch, da stirbt ein Creeper. Gut. Okay, ich denke mal, das reicht erstmal für die erste Pilotfolge. Oder was heißt Pilot? Ja, es ist doch schon eine Pilotfolge. Wir haben ja jetzt über einiges geredet, auch sehr, sehr deep. Und ich hoffe, dass man ein bisschen meine Sichten verstanden hat, ne, über diese deepen Themen. Und natürlich auch ein bisschen, vielleicht sich darauf freut, dass wir jetzt ein bisschen mehr auf Minecraft einlenken, ne? Natürlich, wem es nicht gefällt, tschüss! Du weißt ja, wo der Dislike-Button ist oder der De-Abo-Button ist, ne? Kein Zwang, tu dir keinen Zwang an, ich bin dir nicht böse.
Aber ich werde das wirklich jeden Monat mal machen. Vielleicht auch mal zwischendurch mal eine Special-Folge oder einfach mal nur so 15 Minuten über irgendein Thema reden. Aber das dann wirklich dann im Let's Play, ne? Das mache ich nicht, das mache ich nicht extra als Podcast-Folge. Nee, streich mal den Gedanken. Wir bleiben bei einmal im Monat. Wir bleiben bei einmal im Monat. Junge, übertreib's wieder nicht, ne? Du kennst mich. Ich bin da immer wie meine Bauprojekte. Ich schweife gerne mal aus, ne? Ich mache es immer ein bisschen opulent, ein bisschen größer. Eine Folge pro Monat reicht dann wirklich auch, ne? Um einfach mal über Sachen zu sprechen, was es Neues gibt, ne? Wenn man die Zeit jetzt nicht im Minecraft Let's Play gefunden hat, aber das würde ich gerne mal machen. Ne, das würde ich einfach gerne mal machen, um vielleicht auch mal den Monat Revue passieren zu lassen. Da muss ich halt einfach mal schauen, wann dann wirklich diese Folge jetzt kommt. Auf jeden Fall noch im Januar. Das ist dann die Januarsfolge. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank trotzdem fürs Supporten, fürs Dasein, fürs Kommentieren, Teilen, Liken und für das Gucken natürlich, ne? Und fürs Zuhören und, ne? Sich mein Kummer anzuhören. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, alle, die jetzt mit dieser Entscheidung, die ich anfangs gesagt habe, nicht zufrieden sind, ne? Tschüss! Reisende soll man nicht aufhalten. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich bin erstmal raus. Euer Onkel Klaus. Ciao mit V. Tschö mit Ö. Wir sehen uns. Bis dann.